Der Klimawandel bedroht die Zivilisation. Verändern sich Temperaturen oder Niederschlagsmuster, können heute besiedelte Regionen unbewohnbar werden. Ein für Europa besonders wichtiges Element des Klimasystems ist die Meeresströmung im Nordatlantik. Sie bringt Wärme vom Äquator und sorgt für ein mildes Klima. Im Zuge des Klimawandels könnte sich diese Strömung aber abschwächen und das Klima in Europa deutlich trockener und kälter werden lassen. Einige Forschende glauben, dass dieser Prozess bereits begonnen hat. Aber stimmt das wirklich? In den letzten Jahren gab es einige Studien, die nahegelegt haben, dass sich diese Strömung bereits abgeschwächt hat und dass sogar ein Kollaps im nächsten Jahrhundert bevorstehen könnte. Beunruhigend sind solche Ergebnisse allemal und wurden dementsprechend häufig von Medien zitiert. Wir haben uns hier die Frage gestellt, was ist an diesen Ergebnissen wirklich dran? Frühere Studien beruhten vor allem auf der Meeresoberflächentemperatur im Nordatlantik. Mit neuen Klimamodellen konnten wir zeigen, dass dieser Ansatz in den letzten Jahrzehnten nicht gut funktioniert. Statt auf Meeresoberflächentemperaturen beruht unser Ansatz auf dem Wärmefluss zwischen Meer und Luft. Das funktioniert besser, weil eine stärkere Atlantikströmung mehr Wärme nach Norden transportiert, die dann dort in die Luft abgegeben werden kann. Unsere Rekonstruktionen zeigen zwar eine erhebliche Variabilität, aber ein Rückgang der Strömung in den letzten 60 Jahren lässt sich nicht feststellen. Mit dem Blick auf den Klimawandel und seine Folgen ist eine Entwarnung aber nicht angebracht. Zwar funktionieren unsere Rekonstruktionen besser als vorangegangene, aber auch sie sind nicht über alle Zweifel erhaben. Beispielsweise bilden die Klimamodelle, die wir nutzen, nicht alle Prozesse ab. Zum Beispiel ist das Gletscherwasser, was von Grönland in den Nordatlantik kommt, nicht simuliert. Dadurch, dass die Atlantikströmung in letzter Zeit stabil war, ist es zwar unwahrscheinlicher geworden, dass sie in naher Zukunft zusammenbrechen wird, aber langfristig wird der Klimawandel zu einer Abschwächung dieser Strömung führen. Es ist daher weiter höchst unsicher, wie groß diese Abschwächung sein wird und mit welchen Folgen wir zu rechnen haben.